Ja, ich begrüße Sie nochmals. Vielleicht ist der ein oder andere jetzt erst dazugekommen. Ich hatte schon eben einen Vortrag. Hier diesen Vortrag zusammen mit Open Mind bzw. Hypermill, eine wirklich gute Beziehung. Das Thema dieses Vortrags, ich hatte es gerade schon ein bisschen eingeleitet, ist die nahtlose Integration der Informationsquelle Hypermill in das agile Hummingbird MES. Nur nochmals, wenn jemand neu dazugekommen ist, mein Name ist Markus Kalbacher und bin von der Firma Hummingbird Services. So, diejenigen, die gerade schon dabei waren, die kennen meinen Baum schon hier. Der Baum stellt im Prinzip das Unternehmen, Ihr Unternehmen dar. Und das Hummingbird MES sind die Wurzeln, ein stabiler Stamm und die Äste. Das Hummingbird MES bedient sich über die Wurzeln einer starken Basis, dem Hypermill-Kammsystem mit seinen verschiedenen Elementen. Zusammen werden automatisch NC-Codes gleich für mehrere mögliche Maschinen erstellt, verwaltet, die benötigten Werkzeuge übergeben bzw. übernommen. Danach erfolgt vollautomatisch im Hintergrund die Simulation der NC-Codes. Das erhöht ungemein die Flexibilität in der Fertigung, ohne letztendlich die Planung unnötig zu belasten. Hummingbird übernimmt, verwaltet und steuert aber auch die Daten und Informationen für den Elektroden- und EDM-Prozess sowie für das automatisierte Qualitätsmessen bzw. das Messen im Prozess. Diese zwei Themen lassen wir in diesem Vortrag aufgrund der Zeit außen vor. Über die Äste transportiert Hummingbird dann die Daten und Informationen aus der Quelle Hypermill an Rüsterarbeitsplätze für die Werkstücke und die benötigten Werkzeuge, sofern vorhanden, an Voreinstellgeräte, sofern vorhanden, an Maschinen und an manuelle Arbeitsplätze. Gerne aber auch an Automationsanlagen. Noch ein Ausblick beim Thementag rund um das Digitalisieren und Automatisieren im November werden wir dann ausführlich über die Integration von Automationsanlagen in das agile Hummingbird MES sprechen. Unser Prozess in diesem Vortrag beginnt mit der Projektplanung. Wir sehen uns neben der Projektplanung auch die Feinplanung an, die agile Teamplanung und die agilen Joblisten an den Arbeitsplätzen. Im vorigen Vortrag waren es Screenshots. Hier habe ich ein paar Videos in die Präsentation gepackt, um eben die Interaktion, die Online-Interaktion dann auch zu sehen und zu spüren. Aber zuvor noch ein paar Worte zum System an sich. Also das System, unser Hummingbird-System, läuft auf einem Server bei Ihnen im Unternehmen. Und die angebundenen Arbeitsplätze laufen im Browser oder in einer mobilen App. Es bedarf, das ist uns ganz arg wichtig, das war uns von Anfang an einer der wichtigsten Punkte und Themen, es bedarf keinerlei Installation. Also das heißt, das vorbereitete Kundensystem wird auf den Server aufgespielt und danach gestartet. Die vorbereiteten Arbeitsplatzzugänge sind Verknüpfungen, die auf den entsprechenden Desktop der PC-Arbeitsplätze nur drauf kopiert wird und über die Verknüpfung, man klickt die an, geht es dann eben auf den Arbeitsplatz im Kernsystem. Jeder Benutzer hat normalerweise einen eigenen Login. Auch spricht das System immer die Sprache des angemeldeten Benutzers. Das ist zum Beispiel für Unternehmen, die im Ausland Niederlassungen haben, vielleicht für die Firma Meusburger, der Herr Kolbinger hat vorhin erzählt, dass es einige Auslandsniederlassungen da eben gibt, ist das ungemein interessant, ne? Weil das gleiche System, aber jemand anders woanders meldet sich an. Und dann spricht das System eben die dortige Sprache. Ja, vielleicht gibt es auch Zulieferer im Ausland und eben für solche Unternehmen ist diese Funktionalität eben wirklich durchaus interessant.
Nach dem Login erscheint ein auf den angemeldeten Benutzer zugeschnittenes Dashboard mit wichtigen Informationen. Wir haben ja heute das Thema Informationssysteme, Informationsmanagement. Oben links sieht der Benutzer seine Nachrichten. Also Nachrichten können an jemanden direkt oder auf Objektebene verschickt werden, zum Beispiel auf der Projektebene in Bezug für das Projektmanagement oder auf einer Stücklistenposition oder in Bezug auf einen speziellen Arbeitsgang oder in Bezug auf ein Werkzeug oder eine Elektrode und so weiter. Also auf jeder Ebene, auf jeder Objektebene, die das System abbildet, sind Nachrichten verschickbar und natürlich empfangbar. Unten links sieht der Benutzer seine letzten Aktionen. Na, ich habe ein Demosystem, bin ein bisschen faul, ich habe leider keine Aktionen, habe nicht wirklich was gearbeitet. Die sind da eben unten links zusammengefasst. Auf der rechten Seite können für jeweils den angemeldeten Benutzer entsprechende Kennzahlen eingeblendet sein. Also das heißt, für mich wäre es jetzt vielleicht diese Kennzahl, weil ich hier der Teamleiter vom Fräsen bin. Ich will wissen, wie meine Maschinen die letzten Stunden ausgelastet waren. Für jemand anderes könnte es andere Widgets geben, KPIs, die dort eben angezeigt werden. Auf der zweiten Seite dann, wenn wir uns angemeldet haben, hat der angemeldete Benutzer seine Favoriten. Favoriten, das sind Schnellzugriffe auf weitere wichtige Informationen. Wie gesagt, wieder zugeschnitten auf genau den angemeldeten User. Was ist für ihn wichtig? Wo will er schnell und effizient darauf zugreifen, ohne im System navigieren zu müssen? Wir klicken mal den Favoriten Projekte an. Wir sehen dann unsere aktuellen Projekte, zum Beispiel Neubauwerkzeuge, Wartungen, Reparaturen, Normteile und so weiter, was auch immer. Selbstverständlich wären es bei Ihnen im System mehr Projekte als jetzt hier in meinem Demosystem. Bitte sehen Sie mir das nach. Jedes Projekt kann sein eigenes Bild haben. Durch Klick auf das Bild, also hier auf der linken Seite, würde sich oder könnte sich direkt ein Viewer öffnen, um eben das Werkzeug entsprechend 3D anzuzeigen. Generell versuchen wir immer, so viele Informationen wie möglich auf einen Blick zu visualisieren. Wir sehen auch hier das Nachrichtensymbol für Nachrichten, in diesem Fall auf der Projektebene. Außerdem sehen wir den Status der Projekte. Roter Rahmen bedeutet, das Projekt ist überfällig oder mindestens eine Stücklistenposition unterhalb des Projektes ist in Verzug. Der gelbe Balken zeigt den Arbeitsfortschritt an. Und wenn von dem Arbeitsfortschritt des gelben Balkens auch schon diverse Arbeitsgänge erledigt werden, oder wären, dann würde sich das blau darstellen. Das heißt, der gelbe Balken wandert nach oben und der blaue folgt im Prinzip nach. Durch Klick auf das Objekt selbst oder auf den Pfeil rechts sind weitere Detailinformationen dann zu sehen. Anhand von Vorlagen werden Grobplanungsprojekte zur Kapazitätssimulation angelegt und per Drag and Drop zeitlich platziert, um zu simulieren, ob das Projekt überhaupt realisiert werden kann, wie es sich der Kunde letztendlich vorstellt oder wie er es von der Zeit her vorgegeben hatte. Auch die entsprechenden Kapazitäten können so vorab einer Beauftragung reserviert werden. Wir hatten eingangs darüber gesprochen, dass momentan in den Werkzeugen Formenbauer ziemlich kurz ist, wie die Aufträge reinkommen, dass man die langfristige Planung aktuell nicht hat. Aber das war auch schon mal anders und es wird bestimmt wieder anders kommen. Und da ist es dann einfach wichtig, Projekte, die aktuell, ich sage immer virtuell im Umlauf sind, aber noch keine Bestellung da ist, aber doch eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit vielleicht schon gegeben ist, dass man die grob anhand einer Kalkulation eintaktet, frühzeitig Kapazitäten reserviert.
Sollte sich das Projekt zerschlagen, dann kann ich es immer noch wieder rauslöschen. Aber es ist auf jeden Fall besser, langfristig die Kapazitäten zu reservieren und dann auch den Überblick zu haben, was schwirrt denn da so um mich herum, ne? Auch wenn es noch nicht letztendlich als Bestellung im Hause ist. Unter den jeweiligen Projekten hängen dann auch die Stücklistenpositionen. Wir wollen uns ja um jedes Teil kümmern. Die Stücklistenpositionen werden typischerweise aus dem ERP automatisch an das Hummingbird-System übergeben. Warum aus dem ERP und nicht direkt aus dem CAD? Weil es zu den eigengefertigten Teilen auch Zukaufteile gibt oder Material beschafft werden muss. Und das passiert ja typischerweise im ERP. Deshalb kommt normalerweise die Stückliste zu uns digital über das ERP-System. Idealerweise auch wird bei der Übergabe der Stückliste durch entsprechende Kategorisierungen gleich der richtige Herstellprozess, also der Workflow, was ist mit diesem Teil zu tun, für die Feinplanung der jeweiligen Position automatisch angehängt. Der grüne Bereich zeigt den Start- und Endtermin des Projektes. Der Fertigungsplaner oder die AV, je nachdem, wer die Feinplanungsrolle inne hat, kümmert sich um die Eintaktung der Arbeitsschritte in Kalenderwochen unter der Berücksichtigung des Echtzeitkapazitätsgebildes. Der Technologie, also das sehen wir hier unten links, das sind, Sie können es vielleicht nicht ganz so gut lesen, linke Seite sind die Technologien und dann eben, wie ist denn meine Auslastung in der jeweiligen Technologie, schön grafisch mit Farben dargestellt, die Farben spiegeln prozentuale Werte, individuell, kundenspezifisch einstellbar. Für was für den einen grün ist, ist für den anderen noch lange nicht grün. Ich habe einen Kunden, bei dem ist so eingestellt, dass bis 90% der Auslastung ist es grün. Jetzt kann man jetzt gut finden oder eben nicht. Es gibt andere Kunden, wo halt grün nicht bis 90% geht, sondern vielleicht gelb bis 90%. Und dann haben wir noch hellrot vielleicht von 90% bis 100% Auslastung. Und ab 100% sind wir definitiv Oberkante, Unterlippe und dann wird es eben rot angezeigt. Vielleicht noch erwähnenswert, alternativ kann der Fertigungsplaner auch das System selbst es anweisen, dass automatisch ausgehend vom Endtermin die Feinplanung gegen das Kapazitätsgebilde vornehmen zu lassen. Ja, also wenn er sagt, naja, ich möchte das selbst jetzt nicht per Drag and Drop hier entsprechend einplanen, eintakten, um letztendlich auch zu wissen, was waren meine Gedanken und die dann auch entsprechend so zu platzieren, sondern ich bin ziemlich eng, da macht man solche Dinge dann häufiger oder bei Normteile zum Beispiel auch, dass man dem System sagt, hier habe ich was, das ist mein Endtermin und suche mir den freien Slot möglichst so, dass das da eben dann reinpasst, just in time dann auch letztendlich fertig ist. Das System meldet sich dann schon, wenn zu wenig Kapazität da ist, aber auch diese Möglichkeit gibt es durchaus. Nach der Feinplanung der Arbeitsschritte der jeweiligen Stücklistenpositionen folgt die Ressourcenfeinplanung. Also gerade haben wir uns um den Arbeitsprozess, den Arbeitsfluss der Stücklistenpositionen gekümmert und jetzt kümmern wir uns aber auf einer anderen Ebene. Das eine war die Ebene Fertigungsplaner. Wir kommen jetzt in die Ebene des Teamleiters. Also wir wollen mit unseren Lösungen auch eine Verteilung der Verantwortlichkeiten erreichen. Folgt jetzt eben die Ressourcenfeinplanung. Also welcher Mensch, welcher zum Beispiel CAM-Mitarbeiter soll denn jetzt welchen Programmierjob übernehmen? Welche Maschine soll denn das Teil befräsen? Welcher Monteur und so weiter. Das ist die Ressourcenfeinplanung und die machen wir teamintern. Zur Ressourcenfeinplanung und der Teamsteuerung innerhalb einer Taktung, das ist bei uns die Kalenderwoche, beziehungsweise auf Tagesebene,
setzen wir auf ein agiles Cockpit. Und jetzt habe ich kurz meinen Faden verloren, auf ein agiles Cockpit, genau, um die volle Transparenz innerhalb des Teams der Technologie grafisch, informell dargestellt zu haben, sowie auf einfache Art sofort und flexibel auf schnell ändernde Begebenheiten reagieren zu können. Das Team-Cockpit hatte ich im vorigen Vortrag schon mal ein bisschen erklärt. Nun möchte ich Ihnen aber die Interaktion mit einem kurzen Video eben zeigen. Wir sehen den Jobvorrat des ganzen Teams links. Viele Informationen stehen pro Job auf einen Blick zur Verfügung. Durch Klick können weitere Details aufgerufen werden. Wir sehen im Workflow dieser Stücklistenposition anhand des orangenen Rahmens, dass es sich in dem Fall um unseren Kampfjob handelt und mit dem grünen Rahmen, welche weiteren Arbeitsgänge unmittelbar mit diesem Kampfjob zusammenhängen. Wir blenden unser CAM-Personal mal ein und weisen einen CAM-Job eben der Ressource CAM-Anna zu. Gleich nochmal einen. Es kann auch ein Teamkalender eingeblendet werden, in dem wir die Teamauslastung und die Auslastung jedes Einzelnen über Wochen im Voraus sehen können. Wir können auch mal eine Woche nach vorne schauen, was steht denn da schon in unserem Jobvorrat so drin. Wir sehen auch, dass dort eine Woche im Voraus ein Job noch gar keiner Ressource zugeordnet wurde. Außerdem haben wir umfangreiche Filterfunktionen im System, um nach Details auf der Jobkarte zu filtern. Wenn der Teamleiter den Job dann in die mittlere Spalte zieht, ist dieser in der Jobliste der CAM-Anna dann sichtbar. Bis auf die schwarzen Tasten sehen alle Joblisten gleich aus. Die CAM-Anna sieht in ihrer Jobliste den zugewiesenen CAM-Job. Durch Klick auf die Jobkarte kann sie sich eben informieren. Sie sieht, dass ihr CAM-Job mit dem Rüsten und dem darauffolgenden Rüstarbeitsgang zusammenhängen. In der rechten Spalte gäbe es jetzt hier gleich auch die Möglichkeit, sich selbst fein zu planen. Ich habe das auch im vorigen Vortrag schon mal angesprochen. Wenn sie ihren Job dann nach rechts sieht, dann sieht das online auch dann der Teamleiter in seinem Cockpit. Das war das Teamleiter-Cockpit, ist online verbunden. Zurück zur Anna. Durch Anklicken des Jobs drücken der Bearbeitungstaste beginnt sie ihren Job. Die BDE startete damit im Hintergrund automatisch. Sie sieht ihren Workflow und ihre Daten, die zum Beispiel aus dem CAD kamen. Auch im Teamleiter-Cockpit ist natürlich ersichtlich, das ist ein Play-Symbol. Die Anna arbeitet jetzt an ihrem Job. Und wie das der Teamleiter gerade so eben gesehen hat, fiel ihm ein: Mensch, ich wollte doch der Anna da noch eine wichtige Info für diesen Job mitgeben. Er schreibt eine Nachricht, die Anna sieht es anhand des roten Briefsymbols, klickt da drauf und kann die Nachricht lesen oder eben antworten. Kommen wir zur Hummingbird Hypermill Integration. Es entstehen NC-Daten für mehrere Maschinen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir hier zusammen mit Hypermill haben. Das erhöht nämlich ungemein die Flexibilität nachher in der Fertigung, wenn eine Maschine, warum auch immer, trotz bester Planung nicht zur Verfügung steht, aber eine andere. Wir zeigen auch die automatische Simulation jetzt gleich. Was verstehen wir darunter? Und wir werden das Hummingbird-Plugin in Hypermill für die digitale Datenübergabe und zur Verwaltung dann letztendlich in Hummingbird sehen. Die CAM-Anna begleitet uns so ein bisschen durch das ganze Thema. Die CAM-Anna, die startet ihren Job. Wie gesagt, die BDE, ich wiederhole mich da gerne, die beginnt damit automatisch. Also es ist kein Gang an ein anderes BDE-Terminal notwendig. Optional verwalten wir die CAM-Parts in Hummingbird. Das heißt,
Dadurch können wir direkt das CAM-System, hier das Hypermill, direkt aus unserer Jobliste heraus rufen mit dem richtigen Werkstück, mit dem richtigen Teil und unseren CAM-Job dann beginnen am CAM-System. Wir arbeiten nun hier im Hypermill mit all den schönen Funktionen, die dort zur Verfügung stehen. Es gibt einen bidirektionalen Abgleich der Werkzeugdatenbanken in Hypermill. Also ein Hypermill für die Programmierung und später dann, wir haben es vorhin im vorigen Vortrag auch ein bisschen schon gesehen, dann für das Werkzeugmanagement in der Fertigung. Es ist ungemein wichtig, dass diese zwei Datenbanken miteinander synchron sind. Während des CAM-Jobs entstehen eine Vielzahl an Daten, die für das Rüsten und für das Fräsen in dem Fall später benötigt werden. Die CAM-ANA übergibt die CAM-Daten durch das Hypermill Hummingbird Plugin, das kann man hier schön durch das orangene Logo sehen. Digital per Knopfdruck beispielsweise werden gleichzeitig die NC-Codes für mehrere Maschinen, wie schon erwähnt, übergeben. Wir kehren zurück nach Hummingbird und schauen uns nun an, welche NC-Codes für diesen Fräsarbeitsgang genau übergeben bekamen. Es wurden NC-Codes für drei Maschinen hier übergeben. Damit haben wir eine dreifache Auswahl nachher eben, wenn es darum geht, die Ressource fein zu planen. Gleichzeitig haben wir auch einen elektronischen Laufzettel übergeben bekommen, wo wir das NC-Programm sehen, die aktuelle kalkulierte Bearbeitungszeit, die Werkzeuge und so weiter. Der elektronische Laufzettel, also was wir hier sehen, ist frei konfigurierbar und kann kundenspezifisch, je nachdem, welche Infos angezeigt werden sollen, übergeben. Konfiguriert werden. Ach, Entschuldigung, ich habe auf die nächste Folie geschaut. Wir kommen zum Zusammenspiel mit der Werkzeugdatenbank in der Fertigung. Wir sahen eben schon den elektronischen Laufzettel mit den übergebenen NC-Programmen, Laufzeiten, Werkzeugen und so weiter. Beim Klick auf die Werkzeuge können die Werkzeugdetails angesehen werden. Wir sehen grafisch dargestellt das komplette Werkzeug mit dem Halter, die Ausspannlänge, die Gesamtlänge, der gelbe Teil. Hier in dem Fall gerade der, wo der Mauszeiger drauf ist, ist das Fräswerkzeug selbst. Und die rote Linie ist die Schneide entsprechend dargestellt. Daraus erzeugen wir in Hummingbird dann später für Maschinen die entsprechenden Einstellungen für die Laservermessung oder für das Werkzeug voreinstellen oder für die Tooltable oder für die Übergabe der Werkzeuginformationen an ein Zellmanagement, eine Automation, was eben danach folgt und die Werkzeugdaten entsprechend weitergegeben werden müssen. Nun schauen wir uns die Integration der Simulation der NC-Codes an. Die Simulation der NC-Codes, also nicht die Metadaten, sondern der reine NC-Code, der richtige gepostete NC-Code, wird da simuliert. Das ist aus unserer Sicht essentiell, wenn die Prozesssicherheit zum Beispiel für eine Automation oder für einen personallosen Betrieb der Maschine gewünscht ist. Am olivfarbenen Punkt ist hier wieder in unserer Jobliste zu erkennen, dass auch die Daten für die im Hummingbird vollautomatisierte, nicht im Hummingbird, Entschuldigung, über Hummingbird, die vollautomatisierte Simulation der NC-Codes, die aus Hypermill übergeben wurden, vorhanden sind. Das zeigt der olive Punkt. Übergeben wurde die Rüstsituation, die Maschine, eben alles, was dazugehört, um automatisierte Simulationen im Hintergrund auf einem Server, auf einem Simulationsserver betreiben zu können. Hummingbird startet im Hintergrund automatische Simulation. Hier in diesem Fall die OpenMind virtuelle Maschine, die nun den wirklichen NC-Code simuliert. Ohne den CAM-Mitarbeiter, und das ist ganz wichtig, oder die CAM-Mitarbeiterin zu belasten. Es wird simuliert, ob irgendwo eine Kollision vorliegt, beziehungsweise, dass dieser Code nachher auf der Maschine sicher ausführbar ist. Am Ende der Simulation stellen wir das Simulationsergebnis
und auch ein Video zur durchgeführten Simulation komplett der Kammitarbeiterin, dem Kammitarbeiter über die Hamminger Jobliste visuell zur Verfügung. Denn vor allem im Fehlerfall wollen wir das Ergebnis ja prüfen. Wir wollen ja wissen, was ist genau passiert, warum ist die Simulation nicht durchgelaufen. Neben der Hypermill-virtuellen Maschine könnten aber auch Produkte wie Vericat oder NC-Simul entsprechend verwendet werden. Nach der Simulation ändert sich die Farbe des Punktes für die Simulation von Oliv auf Grün, wenn die Simulation in Ordnung war. Wenn nicht, wird der Punkt rot. Für die nachfolgenden Arbeitsgänge Rüsten und Fräsen stehen nun alle Daten und Informationen zur Verfügung. Der Kammarbeitsgang ist komplett erledigt, sodass dieser nun beendet werden kann. Auch der Teamleiter an seinem Arbeitsplatz sieht nun, dass dieser Arbeitsgang verschwunden, beendet ist. Wir sehen auch online auf den anderen Ebenen der Grobplanung, der Feinplanung, hier in der Feinplanung, in Blau, da oben links sehen wir, dieser Arbeitsgang ist entsprechend abgeschlossen. Das war genau der Arbeitsgang gerade eben. Zuletzt, die Zeit rennt wieder ein bisschen davon. Zuletzt schauen wir aber noch auf die Maschinenintegration, um die aus dem Hypermill übernommenen Daten und Informationen an die Maschine zu bringen. Ein Kurzvideo zum Rüstarbeitsplatz, also das Rüsten, Palettieren, habe ich hier übersprungen. Das haben wir vorhin schon mal gesehen. In der Workflow-Ansicht können wir sehen, die ersten Schritte sind blau, weil ja bereits erledigt. Nun steht das Fräsen an. Das heißt, in der Ressourcenfeinplanung, in unserem Teamboard, wird jetzt festgelegt, auf welcher Fräsmaschine die Bearbeitung stattfinden soll. Wir haben ja NC-Codes für drei Maschinen übergeben und simuliert übergeben bekommen. Und die haben wir jetzt zur Auswahl. Das weitere Vorgehen im Team-Cockpit kennen Sie ja bereits. Der Teamleiter weist entsprechend die Maschine zu, die Ressource zu, die Jobliste an der Fräsmaschine in der zugewiesenen, sieht ja eh gleich aus, haben wir ja schon mal gesagt. Ne? Hier holt sie sich ihren Job. Wir haben nur einen Job mal reingemacht, ne, dass es schön grafisch ist. Normalerweise haben die Mitarbeiter ja mehrere Jobs, aber sie zieht ihn dann nach rechts und kann auch hier wieder den Viewer öffnen und der Mitarbeiter, wir sind ja in der Fräsmaschine, ich bin schon ganz gaga, kann sich natürlich dann auch wieder informieren. Über die Jobliste an der Fräsmaschine verbinden wir uns nun mit der Steuerung. Hier mit der Heidenhain-Steuerung und holen uns mal online die Werkzeugtabelle. Auf der linken Seite sind die ganzen Werkzeuge, die für die Bearbeitung in der Jobliste benötigt werden. Und auf der rechten Seite sehen wir die Werkzeuge, die sich im Magazin der Maschine befinden. Selbstverständlich haben wir auch hier wieder den Zugriff auf die Werkzeugdetails und anhand der grünen Farbe war zu sehen oder ist zu sehen, dass die benötigten Werkzeuge in der Maschine vorhanden sind. Und somit können wir dann den Fräsjob starten. Der aus Hypermill & Hummingbird übergebene elektronische Laufzettel ist natürlich auch hier verfügbar mit den interaktiven Zugriffen auf die hinterlegten Informationen. Nach der Prüfung, hier wird nochmal geprüft durch den Fräsen Dominik, können dann die Einzelprogramme oder das Gesamtprogramm an die Maschine gesendet werden. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass wir mal ein Problem haben, können wir direkt mit der Problemtaste, ich muss natürlich das Video auch starten, mein Gott, können wir auch mal sehen, wie wir mit Problemen umgehen. Ich habe es im vorigen Vortrag auch schon mal kurz beschrieben. Der Fräsen Dominik hat ein Problem in dem Fall mit seinem Fräsprogramm. Er drückt auf Problem, er gibt eine Nachricht ein, was ist mein Problem, und schickt dann im Prinzip direkt über die Jobliste den Job zurück an CAM. Auch die Teamleiter im Fräsen, im CAM sehen unten rechts, oh, da sind sie informiert, das ist ja ganz wichtig, da gibt es ein Problem.
Aber viel wichtiger ist die Kam-Anna, die sieht hier, sind wir auf ihrer Jobliste, Sie sehen es oben rechts, roter Bereich, hier muss ich nacharbeiten, da stimmt was nicht, sie informiert sich, sie klickt diesen Job an, die BDE startet, sie behebt den Job, gibt ihn wieder frei und da sieht dann wieder online interaktiv der Fräsen Dominik. Ich komme schon zum Schluss, Herr Perkler, ich habe es gleich. Generell, Sie sehen, es ist so umfangreich. Es gibt eigentlich noch unglaublich viel zu erzählen über die Automationsanbindung, Maschinendatenerfassung, Identifikation, Werkzeuglogistik, den Elektroden-EDM-Prozess, das Messen im Prozess. Aber die Zeit, sie ist halt schon aufgebraucht. Gerne möchte ich noch unseren letzten Vortrag, den wir in der VDWF-Themenreihe präsentieren, im November. Der ist das Thema rund um das Digitalisieren und Automatisieren im Werkzeugbau. Sind wir nochmal eben mit einem weiteren Vortrag am Start. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir haben heute nicht den Claudio Jorio von Hypermill mit hier in unserer Websession. Er ist leider verhindert, aber der Dirk Lehmann ist von Hypermill auch mit am Start. Also wenn Sie auch Fragen jetzt gleich im Anschluss nicht nur an mich haben, sondern auch an Hypermill, stellen Sie die sehr ruhig. Dann wird der Dirk sich dazuschalten, sein Mikro einschalten und steht dann eben auch hier entsprechend für Fragen und Antworten zur Verfügung. Vielen Dank.